Ja, vor dem Spiel in Hoffenheim ragt bei Werder vor allem eine Personalie vor. Claudio Pizarro kehrt nach 3 Jahren bei den Bayern zurück nach Bremen, wo er bereits von 2009 bis 2012 unter Vertrag stand, hat eine Abstiegsspielklausel in seinem Vertrag stehen. Es könnte also die letzte Station Pizarros werden und vielleicht die Chance nochmal durchzustarten bei Werder, einem Verein, für den er lange Zeit spielen konnte, bei den Bayern zuletzt nicht im Einsatz, deswegen auch heute nicht im Aufgebot, muss allmählich an die Mannschaft herangeführt werden, weil er eben den Rückstand aufholen muss. Das hat er auch Gastgeber Trainer Gisdol richtig eingeschätzt. Deswegen also heute Johansson und Uca weiterhin in der Startelf. Pizarro ohnehin als Stürmer Nummer 3 verpflichtet. Das war die klare Ansage für den Rückkehrer aus München. Hoffenheim in Blau mit Vargas das erste Mal in der Startelf. Der Mann, der aus Neapel kam, letzte Woche das Bundesliga-Debüt feierte. Heute also in der Startelf für Uth. Volland auf der linken Seite. Freistoß ausgeführt von Volland für Zuber. Rausgeköpft von Westergaard. Süle setzt nach Barkfrede dann zur Stelle. Westergaard, Bremens Innenverteidiger, ja vor einigen Jahren aus Hoffenheim nach Bremen gewechselt. Die Gäste mit Garcia, keine 10 Minuten gespielt. Weiter für Barkfrede und Junuzovic. Gerade erst mit Österreich für die EM qualifiziert, nimmt das Selbstvertrauen gleich mal mit zu den Bremern. Wird dann im nächsten Jahr in Frankreich dabei sein, bei der ersten sportlichen Qualifikation Österreichs für eine EM-Endrunde. Kurz danach gibt es Gelb für Junuzovic, dann also gleich mal in Aktion gegen Kurani. Hoffenheim Stürmer bis dahin unauffällig. Junuzovic sieht Gelb in einer auffälligen Anfangsphase des Österreichers. Gute 15 Minuten gespielt, Hoffenheim über Zuber. Das ist gerade Žabek, Rechtsverteidiger aus Prag, nach Hoffenheim gewechselt. Eingabe für Vargas, guter Kopfball des Jelen. Letzte Woche in Darmstadt debütiert, heute das erste Mal in der Startelf neben Kurani. Zwei neue in der Spitze. Hoffenheim wird sich finden müssen. Bisher ja nur ein Punkt in Darmstadt. Das sicherlich viel zu wenig für eine ambitionierte Mannschaft aus Hoffenheim. 8 Minuten noch. Flanke von Uca für Johansson. Scher mit dem Ballverlust. Johansson 1-0 für Werder. Der US-Amerikaner macht das Führungstor nach einem kapitalen Aussetzer von Fabian Scher, ebenfalls ein neuer Mann aus Basel nach Hoffenheim gewechselt. Aber er darf niemals den Ball in dieser Position verlieren. Nochmal die Hereingabe von Uca. Dann hat eigentlich Scher diesen Ball verstolpert. Ihn muss ihn rausschlagen, irgendwie wegbekommen. Aber niemals querlegen für Johansson. Über Abseits muss nicht diskutiert werden, weil der Mitspieler den eigenen Torwart umspielt. Baumann höchst bedient nach Schers kapitalem Aussetzer gegen Johansson. 1-0 für Werder. Es wäre der erste Dreier dieser Spielzeit. Johansson jetzt auf der rechten Seite für Bartels, weiter für Barkfrede, Bartels, wieder Barkfrede, Fritz, nochmal der Kapitän, wieder Bartels und Uca! Erster guter Abschluss der Bremer, die sich nach anfänglichen Offensivproblemen jetzt klar verbessert zeigen an diesem Sonntag in Hoffenheim. Gute Angriffe jetzt über Uca und Johansson. Vargas, Hoffenheim in der letzten Minute vor der Halbzeit nochmal über Volland für Vargas. Polanski, Vargas, gut gespielt. Kurani, schön verlängert, Zuber! Am langen Pfosten, freistehend, kein Bremer da bei Zuber nach Kuranis Kopfballverlängerung. Allerdings scheitert Hoffenheim vom Tor der Bremer. Nachspielzeit, nochmal Hoffenheim über Volland, geschickt von Kim. Gegen Geber Selassie einfach mal stehen gelassen. Kurani Wiedwald ist ganz sicher im Bremer Tor. Scheint die Torwartprobleme auf der Bremer Position behoben zu haben. Wiedwald aus Frankfurt nach Bremen gewechselt. Werder führt zur Pause durch das Tor von Johansson nach dem Fehler von Fabian Scher. Zweiter Durchgang bei den Bremern, ersetzt Östonali Kapitän Fritz. Hoffenheim mit Schmied für den glücklosen Zuber. Bremen mit Barkfrede und Johansson. Klasse gespielt für Uca! 2-0! Auch der zweite Stürmer trifft. Anthony Uca aus Köln nach Bremen gewechselt, um die Offensivsorgen der Bremer zu beheben. Klasse vorbereitet, diesmal von Johansson. Die Offensive kombiniert sich zu den Toren. Johansson mit dem klugen Pass, kein Abseits von Uca. Und dann keine Chance für Baumann, der noch rauskommt, versucht den Winkel zu verkürzen, aber nichts machen kann gegen diesen präzisen Schuss von Uca. Das 2-0 für Werder, hochverdient in einer besseren Partie der Gäste aus Bremen. Hoffenheim mit der Antwort über Schmid. Für Vargas wieder Schmid.
Vargas, klasse angespielt gegen Lukimia, Polanski. Lukimia macht den kurzen Haken gegen Vargas, aber ganz sicher mit aller Ruhe geklärt von Lukimia. Stunde gespielt, Hoffenheim jetzt deutlich aktiver über Kapitän Schweger und Kader Žabek. Volland nochmal für Kader Žabek. Danke für Polanski. Vargas! Anschluss! 1:2. Hoffenheim verkürzt durch Eduardo Vargas. Erstes Bundesligator in seiner Laufbahn, aus Neapel nach Hoffenheim gewechselt. Kann eine Bereicherung sein für die TSG und macht zumindest im zweiten Spiel gleich mal das erste Tor für seinen neuen Verein. Kluge Flanke von Kader Žabek. Dann leicht verlängert von Polanski und Vargas steht ganz frei. Beide Innenverteidiger Vestergaard und Lukimia sehen nicht gut aus in dieser Situation. Auch Gebesse, dass sie kommen zu spät. Das darf eigentlich niemals passieren. Wiedwald dann chancenlos im Duell mit Vargas. Das Spiel wieder offen. Bremen muss wieder mehr machen, hat das Spiel zuletzt in Hoffenheim überlassen. Jetzt gleich wieder aktiv mit Bargfrede, Östonali und Bartels. Guter Abschluss, Finn Bartels, im letzten Jahr aus Pauli nach Bremen gewechselt. Mit dem ersten direkten Abschluss davor als Spielgestalter auffällig heute in dieser Partie in Hoffenheim. Wird rausgenommen, ersetzt durch Eggestein, junger Mann aus der zweiten Mannschaft. Die Bremer Jugend nach wie vor immer wieder zu finden im Profikader. Auch das ist Werder, das viel auf junge Talente setzt aus der Bremer Jugend. Hoffenheim mit Volland. 20 Minuten noch, das Spiel natürlich auch für die Hoffenheimer jetzt wieder offen. Vargas macht den Haken, abgelegt für Sebastian Rudi. Lukimia rausgeschlagen dann von Gebre Selassie. Schmid, nächster Anlauf über rechts. Janusovic ist da, trotz der Gelbverwarnung, weiterhin sicher auch in der Verteidigung. Groß für die Bremer eingewechselt, weiter für Eggestein. Wieder Groß, behauptet Janusovic. Groß, Johansson, klasse nachgesetzt von Uta, gegen Kim abgeblockt. Süde, Schwegler, Schmid, Schwegler schlägt den Ball raus, alle sicher in der Hoffenheimer Verteidigung. Nachspielzeit, nochmal die Hoffenheimer mit Kurani und dem langen Ball. Lukimia, Ballverlust und Vargas! Die Riesenchance, Eduardo Vargas hätte mit dem zweiten Tor den Ausgleich erzielen können nach dem Ballverlust von Lukimia. Und dem guten Abschluss von Vargas, der den Ball allerdings nicht aufs Tor kriegt, darf niemals passieren bei Lukimia. Und doch bleibt es folgenlos. Bremen gewinnt in Hoffenheim mit dem 2:1 durch die Tore von Johansson und Uca. Zwei Stürmer, die heute getroffen haben. Es wird schwer werden für Pizarro, der vielleicht spät nochmal durchstarten kann. Heute allerdings haben die bereits verpflichteten Spieler gut funktioniert. Hoffenheim hingegen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg nach der dritten Niederlage heute gegen Werder.